Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tibetisches Tageshoroskop am 14. April 2019. Die tibetische Astrologie berechnet die Horoskope genauso wie die indischen Astrologen das auch machen. Also es ist eine andere Berechnung und so wie bei indischen Astrologie auch gesagt habe, sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich hier erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Horoskopen. Wir haben die vier Elemente. Feuerelement ist aktiv, das ist die Herzenswärme, das ist die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas und natürlich auch Leidenschaft. Wenn das zu viel Feuer ist, kann auch was verbrennen und kann Wut auch auslösen natürlich. Dann kommt die Erde-Element und das bedeutet Sicherheit, Stabilität, Struktur und Materie. Schattenseite ist, wenn man versucht, etwas festzuhalten. Dann kommt die Luft-Element, das ist die Leichtigkeit, die Ideen, die Kommunikation. Das hat auch eine Schattenseite, wenn wir leichtsinnig sind, können wir auch was verspielen im Leben. Und dann kommt die Wasserelement und das hat mit unseren Gefühlen etwas zu tun. Und wenn das Dankbarkeit ist oder Hingabe oder Zärtlichkeit und Liebe, das ist wundervoll. Wenn das um negativen Gefühlen handelt wie Angst, das zieht natürlich die Energie nach unten und blockiert uns auch. Also alles hat ein bisschen Schattenseite, aber die Verteilung von den Elementen ist gleichmäßig, könnte man sagen, und das gibt uns schon die inneren Gleichgewicht. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und das ist die Monatsthema und hier handelt es sich um unsere Gefühlen. Es gibt in diesem Sternbild zwei Fischen. Die eine Richtung ist die Angst, die ständige Zweifel, das blockiert natürlich und dann kommt die Selbstmitleid dazu und andere leiden auch mit. Manche genießen das sogar und geht nichts voran. Der andere Fisch, und hier ist wirklich der Reichtum verborgen, nicht nur die materiellen Reichtum, sondern auch das geistige Reichtum oder die Ideenreichtum. Und das ist die Quelle und das bedeutet, eine Vision zu haben, eine Vorstellung, das Pflegen, das Vertrauen und dann loslassen, geschehen lassen. Dieser großartige Glaube, das versetzt auch Berge. Und das, was wir lernen in diesem Monat, mit dieser Fischenenergie umzugehen und handelt sich natürlich auch um unsere Gefühlen. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Stier. Stier hat mit Geld was zu tun, das heißt unserem Kraft einsetzen und um die Geld kümmern. Das ist die eine Thema. Mars-Energie bedeutet auch die Männer, das ist eine männliche Energie und die Männer brauchen gerade Ruhe und die möchten den Tag mal genießen. Merkur ist der Planet der Handlungen, auch der Planet der Kaufleute und durch Merkur-Energie kommen Terminen oder Gespräche, Verträge und hat auch wirklich mit Lernen, mit Wissen, aber auch mit Kommunikation was zu tun. Merkur befindet sich auch in Fischen, das heißt über Gefühle zum Sprechen oder gefühlsvoll miteinander umgehen. Jupiter ist rückläufig und diese Rückläufigkeit bedeutet, bei Jupiter handelt es sich um etwas, was wir vergrößern möchten und das bremst ein bisschen. Es ist nicht die richtige Zeitpunkt, etwas ausdehnen, vergrößern. Außerdem, Jupiter steht auch auf die göttlichen Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, öffnet den Augen auch für Ungerechtigkeiten und bei dieser Rückläufigkeit handelt es sich was mit der Vergangenheit, also Themen von Vergangenheit und das ist hier im Schütze
und da zielbewusst wirklich die Wahrheit vertreten, um die Gerechtigkeit, in die Richtung sollen wir die Gedanken machen und uns einsetzen für die Gerechtigkeit. Außerdem, wenn wir vorhaben, etwas vermehren, vergrößern, dann sollen wir geduldig sein, weil diese Rückläufigkeit zeigt, wir sollen noch etwas überprüfen. Venus ist die weibliche Energie und zeigt uns Frauen, und hier im Tierkreis zeichnen Wassermann, und das bedeutet Ideen, Reichtum. Außerdem, wir Frauen sollen auch zu unseren Werten stehen und uns einzigartig fühlen, außergewöhnlich fühlen, weil so kommt die weibliche Energie jetzt im Ausdruck. Saturn belehrt uns und lenkt unserem Schicksal. Was belehrt uns Saturn hier im Schütze? Dass wir Ziele brauchen, weil die Schütze zeigt das klar und deutlich. Der richtet sich in die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und das sind unsere Wünsche. Und wenn wir unseren Wünsche als Ziel setzen, dann haben wir schon Orientierung. Außerdem, Schütze steht zum Reisen, zum Ausland und auch Bewegung, Sport, Bewegung, schnelle Autos. Also das kann auch ein Thema sein, was wir jetzt gerade verwirklichen können. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen hier im Widder. Und Widder symbolisiert auch Neuanfang bei vielen Wiedergeborenen. Sind es jetzt Umbrüche, Veränderungen, aber bei anderen Horoskopen wirkt das auch genau dort in diesem Lebensbereich, wo die Widder steht. Dort kommen die Veränderungen. Wenn jemand im zweiten Lebensbereich Widder hat, dann bedeutet das Veränderungen in Finanzen. Neptun ist in Tierkreiszeichen Wassermann und das heißt Ideenreichtum, und das sollen wir unseren Träumen, unserer Fantasie, das ausmalen. Und da haben wir mal eine Vorstellung, was möchten wir erleben, was möchten wir erreichen, und Neptun hilft dabei, diese Bilder zu pflegen. Pluto ist im Schütze und das zeigt uns die innere Kraft, und wir bleiben in dieser Kraft. Und das ist Pluto-Energie, wenn wir alles loslassen, von alles verabschieden, der diese Kraft von uns raubt. Es kommt jetzt ein Wechsel in die nächsten Tagen und viele Menschen stehen in einem Neubeginn. Heute haben wir eindeutig die Schlangenenergie. Das habe ich im Maya-Kalender auch gesagt. Im Maya-Kalender wirkt als Kraft Feld Chikchan, die rote Schlange. Hier wirkt auch, hier die tibetischen auch, die Schlange und zugeordnet zum Element Metall. Und als Mondhaus haben wir Ashlesha, und das ist auch die Schlangenenergie. Und diese Schlangenenergie bedeutet zwei Schlangen. Die eine blockiert und zieht die Energie nach unten, und das hat mit unseren Gefühlen was zu tun. Das sind die negativen Gefühle, was uns blockieren, wie Angst, Schuldgefühl, Zweifel, Wut, Neid, Eifersucht und Hass. Es sind alles negativen Gefühle. Hass und Neid ist zerstörerisch. Angst ist zwar nicht zerstörerisch, aber blockiert uns. Da sind wir in einer Grauzone. Aber in dem Moment, wo Angst haben, öffnen wir Pandoras Büchse und die negative Energie kommt rein. Und deswegen das Abschließen und Übergehen in ein anderes Energiesystem. Und das sind die positiven Gefühle wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Hilfsbereitschaft, Fürsorglichkeit und natürlich Liebe. Das ist göttlich, das ist die göttliche Quelle und das ist schöpferisch. Und mit diesen Gefühlen können wir unser Leben schöpferisch gestalten. Und wenn wir keine Angst zulassen, dann schützt uns das auch. Und das ist die Wandlung, das ist die Wandlung. Raus aus den negativen Emotionen, übergehen auf den positiven Gefühlen.
Und dann steigt die Energie nach oben, wie Phönix aus der Asche. Und das ist die Kundalini-Energie. Und wichtig ist, nicht nur auf diesem Energiefeld und auf unseren Gefühlen achten, sondern überlegen, was blockiert noch, was sollten wir verabschieden, was sollen wir befestigen. All das, was uns hindert, das loslassen, kündigen, trennen und das, was uns unterstützt, darum kümmern, auch Freundschaften, das befestigen, weil das ist wertvoll, sehr wertvoll in unserem Leben. Heute haben wir auch eine sehr starke Liebesenergie. Und zu diesen tibetischen Symbolen, es ist wichtig zum Erkennen, dass wir Lebenserfahrungen machen gerade. Auch Themen kehren zurück von Vergangenheit. Wir bekommen Spiegel heute, etwas spiegelt das Leben und wir erhalten sehr wichtige Informationen und dann können wir einordnen und diese Informationen können auch sehr wichtig sein für uns. Die Energie ist eher nach innen gerichtet und das bedeutet Nachdenklichkeit, nach innen schauen, Meditation und natürlich hier die Schlange, das ist diese Schlangenenergie und diese Schlange ist verkleidet mit diesem weißen Gewand und das symbolisiert die Element Metall und Element Metall klärt etwas auf und sitzt auf diesem blauen Wasser, also auf den Emotionen. Die Emotionen werden hier geklärt und dann kommt hier die Wachstum, das ist dann die Holzelement. So können wir etwas erreichen in unserem Leben, was dafür dient, dass es hier ein Wachstum kommt. Heute ist ein Jupiter-Tag nach tibetischer Astrologie und das bedeutet, etwas können wir vermehren, haben wir Glück im heutigen Tag, aber Gerechtigkeit ist auch bei diesem Jupiter-Einfluss ein sehr, sehr wichtiges Thema momentan. Heute fühlen wir uns etwas verschlossen oder die anderen sind etwas verschlossen, aber die Selbstbewusstheit ist auch sehr stark ausgeprägt. Wir haben gerade klare Gedanken und sind wir sehr anspruchsvoll und das bringen wir im Ausdruck und wir kümmern heute um Freundschaften. Dieses Symbol, diese Metallschlange, steht auch zum bestimmten Jahrgängen, einmal zum 1941 und zum Jahrgang 2001. Diese Jahrgänge sind wir im gleichen Wellenlänge in dem heutigen Tagesenergie, das ist ihren Energie eigentlich. Und schauen wir an die Zahlen, was vermitteln die Zahlen. Die Glückszahl ist für die 1941 Geborenen ist die Zahl 2 und das bedeutet inneren Gleichgewicht, Harmonie oder etwas vergleichen, aber auch Partnerschaft oder ein Vertrag kann auch Glück bringen. Und bei Jahr 2001 ist hier die Zahl 5 und die Holzelement, das ist das Glückszahl und das bedeutet etwas abschließen, zum Ende bringen, in Ordnung bringen, aber all das, was begeistert, starten, beginnen und dann kommt ein langsames Wachstum, das bringt dann Glück. Die wichtigste Thema ist für den Jahrgang 1941, das ist diese Zahl 5 mit diesem Holzelement, das gleiche, was ich gerade erzählt habe, etwas zum Ende bringen und das, was wovon sie überzeugt sind oder begeistert, das starten, weil da kommt ein Wachstum. Und die wichtigste Thema ist bei Jahr 2001 die Zahl 8 und das bedeutet, etwas kehrt wieder zurück und dieser Hin und Her, Höhen und Tiefen, das in Harmonie, im Schwung zu bringen. Und dann die Schicksalstag ist für
Schicksalstag oder Schicksalszahl ist für den Jahrgang 1941 ist 8, kann eine schicksalhafte Bedeutung sein, wie ein Hausnummer 8 oder jemand hat Geburtstag 8. Monat oder 8. Tag, also dass diese Zahl bedeutet für diese Jahrgänge etwas. Und gerade das Ausgleichen, das was bis jetzt so angefühlt hat mit Höhen und Tiefen, ein Hin und Her, das im Schwung, in Harmonie zu bringen. Und das klärt sich natürlich auf, hier wieder die Metallelemente. Und für den Jahrgang 2001 ist die Schicksalszahl, die Zahl 2, das ist die innere Gleichgewicht oder eine Spiegelung oder ein Vertrag, Verbindung, aber auch diese Zahl 2 bedeutet auch Zweisamkeit, also Liebe, Partnerschaft. Und das war die heutigen Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.